Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels! Ich bin Aegon Zorn und begrüße euch zur neuesten Ausgabe von Let's Play SimCity 4. Wir sind hier in der Regionsansicht, sehen drei große Passagier-, vier große Passagierflugzeuge, zwei kleinere Sportflugzeuge, würde ich mal sagen. Wir haben schon 436.119 Einwohner in unserer Region. Und Konstantinopolis wird hier leider nicht schön angezeigt. Was ich heute gerne machen würde, ist eigentlich hier, na, das sieht so blöd aus, dass hier einfach so das aufhört. Ich hätte gerne, dass das so ausfranst und die Besiedlung immer weniger wird. Vielleicht noch eine große Straße irgendwie so rüberführt. Also müssen wir, was weiß, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was weiß ich, wie viele neue Regionen aufmachen. Schauen wir doch erstmal in Konstantinopolis rein, was uns da erwartet, was wir da zurückgelassen haben. Denn ich habe jetzt schon ein, zwei Wochen nicht mehr gespielt und heute aber mir gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ich habe derbe Bock drauf, wieder SimCity 4 zu spielen und gesagt, getan. Ja, warum ich nicht momentan täglich Videos raushaue, ist weil, kein gutes Deutsch, ist wegen, weil, halt, was sind das für, sind das alles Parkplätze von den Hochhäusern hier, diese, tatsächlich, da schau her. Weil ich gerade dabei bin, ein neues Let's Play zu starten und um das zu Let's Playen können, muss ich mich aber erstmal einarbeiten in das Spiel. Und das Spiel ist sehr komplex, sag ich mal, weswegen das ein bisschen dauert. So, oh, die Arbeitslosigkeit scheint besiegt zu sein. Ja, das ist ja, jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, ist die Arbeitslosigkeit kurz weg. Und dann, ach, was macht das, was ist denn das so schnell? Bandagenblues, Angestellte im weiteres Ärztezentrum. Ja, wo denn? Ah, sucht er mir gleich aus. Ja, eigentlich brauchen ja nur Leute in Wohngebieten Ärztezentren, aber ich werde das nicht hier blind links reinbauen. Da ist immer zu gut. Schon wieder Ärzte. Mehr Müll. Das Krankenhaus. Endlich, dann sagt das doch. Dann kriegt ihr einfach mehr Geld. Oh, dann machen wir einfach mal voll. Das kann doch nicht sein. Macht jetzt hier nicht volle Pulle, wenn der Anzahl der Patienten viel zu gering. Von wann soll die Meldung denn bitte sein? Und sind jetzt die ganzen Kranken einfach in die Nachbarstadt oder wie oder was? Naja. Was wollen wir eigentlich tun? Schloss Neuschwanstein wieder betrachten. Ah, schön. Mit dem Hollywood-Zeichen davor. Genug geschwärmt. Ich würde die Stadt gerne weiter ausbauen. Vor allem hier sind schon die ersten Industriegebiete wieder verwaist und können wir jetzt endlich mal unser Weltraumbahnhof bauen. Immer noch nicht. Obwohl ich alles dafür erfüllt habe. Nun denn, vielleicht die Umwelt. Ja, aber wir können ja die Umwelt jetzt nicht von eben auf gleich wieder hochpushen. Ja. Der Plan ist folgender. Lass uns doch hier einen weiteren Streifen Wohngebiete hinbauen. Hier an die Küste vielleicht auch Wohn- und Gewerbegebiete. Küsten sind ja da, meine Steuerung, ja. Küsten sind ja da heiß begehrte Bauplätze annehmen, auch wenn das bedeutet, dass dieser kleine Betrieb hier schließen muss. Hier weiterführen. Hier weiterführen. Ja, dann lass uns doch hier so eine Küstenallee bauen. Das müsste doch. Aber jetzt auch nicht so nah an der Küste, um nicht den besten Bauplatz hier zu verschwenden. Warum gehst du da nicht hoch? Naja, ich mache einfach mal so, wenn ich da später mich drum kümmere, werde ich ja sehen, dass ich da noch was machen muss. Ja, machen wir es so. Sollen wir ja auch schräg mal wieder bauen. Lass uns doch hier einmal schräg bauen. Das macht er natürlich nicht. So macht er es. So nicht. Und wenn ich hier ansetze, so. Oh, sehr schön, sehr schön. Gut, und dann verlängern wir das hier. Schließen das hier an. Nee. Okay, ich mach's doch gleich. Und zwar, das machst du, das ist schon mal sehr gut. Dann gehst du hier so schräg. Na? Nö, mach mal alles eckig. Warum eigentlich nicht? So, und wenn ich jetzt bulldoze, dann müsste er doch. Diese Ecke da einfach übernehmen können. Macht er aber nicht. Und wenn ich jetzt Alt-R. Nee. I've got it.
I think. Komm, da muss doch hier irgendwann irgendwie wieder... Okay, das... Ja, sehr schön. Und dann gefällt mir das hier aber nicht. Da machen wir dann natürlich... Ah, da gefällt mir das hier unten aber auch nicht. Da machen wir einfach hier so... Genau, das müssen doch dann auch genau 3 sein für den Bahnhof. Sehr schön. Bulldozen, das hier wieder weg. Im Detail liegt der Teufel im Pfeffer begraben, sage ich immer. Das sieht man hier sehr schön. Nein, nicht Road Train, genau. Dann, zack und zack. Alt-R. Dann straßen wir hier weiter. Ja, T für Train. Gehen weiter raus und sehen, dass wir dann einen Anschluss wollen an die Nachbarstadt. Annehmen. Hier oben ist... Ach doch, hier oben ist noch eine Eisenbahnlinie. Ja, da wird doch das niemals so bauen, dass da ja keine Eisenbahnlinie mehr ist, ne? Dann mach doch hier auch an die Nachbarstadt eine Anbindung. Natürlich so, dass du auch hinfahren kannst. Das ist ein sehr großes Eisenbahnkreuz. Ach, wenn ich hier baue, dann werde ich das schon korrigieren. Passt das hier? Das passt wunderbar. Gar kein Problem. Da machen wir jetzt eine Folge Infrastruktur. Und dann zonen wir wieder. Bevor wir da irgendwie weitergehen. Ja, hier runter brauchen wir schon noch eine Eisenbahn. Das ist ja da... Oh, da können wir sogar komplett durch. Und Alt-R, eine Steuerung R und dann hier rüber. Dann machen wir das auch komplett. Das passt ja wunderbar mit der Anbindung. Dann, wo ist hier? Genau, T, 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 T. Ohoho, schaut sich das einer an. Es war auch wieder Platzverschwendung. Das wird nicht schön. Also das vom Zonen her wird es nicht schön. Aber dafür sieht es umso schöner aus. Die Autobahn ist soweit fertig gebaut. Da gibt es, glaube ich, nichts mehr dran zu verändern. Wäre schön, wenn hier eine durchginge. Aber selbst dann. Nee. Hier runter vielleicht die Autobahn? Nee. Nee. Alt-R lieber dann nochmal hier das hier zu Ende führen. Eins weiter. Kannst du das? Und da auch... Ja, da werde ich mich später drum kümmern. Hier auch Schnäpperle wegmachen. Das Schnäpperle ist ein überstehendes Teil, ein überstehender Teil bei Dingen. Badisch lernen mit Egonson. Ah, wie kriegen wir diese... Okay, dann machen wir Bulldozen mir das ja nochmal komplett weg. Ich glaube nicht, dass wir hier überhaupt das brauchen. Dann nehmen wir den Train und ziehen den hier rüber. Ja, sehr gut. Und dann würde ich aber sagen, brauchen wir den doch hier gar nicht mehr. Aber wir brauchen den Train... Wir brauchen den Train. Hier, da müsste der doch eigentlich genau da sich anschließen... Und können die Leute, die von da kommen, dahin? Ja, nee. Weißt du? Okay, ich fahre mit dem Zug auf dieser Schiene hier lang. Und komme hier nicht rüber. Aber die Leute fahren von hier da. Warum ist das denn dann überhaupt... Weißt du, warum ist dieser... Das ist doch nur... Das führt doch zum selben Ergebnis... Nur anders. Ich möchte, dass die Leute von da, dahin kommen. Jetzt! Genau, so muss das aussehen. Leute aus Nordosten können also wupp oder aber weiter. Leute aus Südwesten können wupp oder aber auch weiter. Und Leute von Südosten können wupp oder auch weiter. Sehr gut! Aber da in der Mitte ist doch jetzt, ja, leider kein Platz für einen Baum oder so, da, oder eine Statue. Hätte ich gern gebaut. TV Train! Auch wenn das jetzt, ein teurer Spaß wird, machen wir mal Pause. Wie sieht's eigentlich um unser Budget aus? Ha, wir sind fast Millionäre. Da machen wir dann, hier nicht, ne, vergessen, das hier alles, schön in Ordnung zu bringen. Sonst, funktioniert das natürlich nicht, wie wir das wollen. Rapper, rapper, rapper. Oh, das machst du nicht. Ja, dass du das nicht machst, ist mir klar. Aber da. Okay, und das brauchen wir gar nicht. Ja, ja. Nö. Und, nö. Hm.
Brauchen wir hier überhaupt? Ja, brauchen wir. Dann, warte, Bulldoze hier, das hier komplett nochmal. Und das. Und dann können wir hier das verbinden, ja. Und dann hier die klassischen Anschlüsse machen. Und eine wunderbare Bahnstation. Jupp. Okay, dann fahren die Leute von hier nach hier, von da nach da. Und darüber. Hier sind, ja, da hätte ich auch gern eine. Das wird nämlich so schnell nicht mehr eine geben. Dann haben wir hier, hier, hier. Das sieht alles sehr wunderbar aus. Hier kommt noch, muss noch eine hin. Allein aus ästhetischen Gründen. Genauso wie hier. Und hier nicht vergessen. Warum habe ich hier keine Verbindung geschaffen? Weil hier schon eine besteht. Okay. Kann man so machen, muss man aber nicht. Machen wir hier mal lieber eine hin, falls Leute im Kraftwerk arbeiten. Warum hier keine steht, weiß ich nicht. Warum wir hier nicht verbunden haben, weiß ich auch nicht. Huch, der Tokyo Tower. Schön. Warum hier sich das Gewerbegebiet nicht entwickelt, weiß ich auch nicht. Wobei, wunderbar hier der Flughafen nebendran ist. Seltsam. Dann haben wir hier diese 1, 2... Warte mal, sag, hier ist kein... Ach, da bist du so pro forma gebaut, ohne Sinn und Verstand. Dann lass uns doch hier bulldozen. Das funktioniert, das zählt, oder? Hoffe ich doch mal. Das ist hier so verbunden, ne? Wenn nicht, dann nicht. Dann, oh. Ja, okay, das mache ich noch schön. Denn hier hätte ich dann doch gerne einen Bahnhof stehen. Zack. T. Und schön, das Kreuz. Ich frage mich, ob der Zug hier langsamer fährt, weil die Kurve so steil ist. Wenn man das jetzt... Wobei, die Kurve ist ja genauso steil wie sonst auch. Naja. T. Und da gibt es jetzt gar keine Straße, aber... oh, hier oben können wir die Allee verlängern. Okay, das macht er nicht, weil Autobahn. Aber lass uns doch einfach die Autobahnanbindung von der Road wegmachen. Dann macht da hoffentlich die Road von der Allee. Also von der Allee, ja genau, annehmen. Wunderbar. Dann haben wir da die Autobahnauffahrt, da haben wir die Autobahnauffahrt, da auch. Das sieht schön aus, das sieht gut aus. Die beiden passen auch. Und hier unten haben wir eine. Und hier haben wir eine. Dann ziehen wir das hier noch durch und bauen hier noch eine. Wow! Dann haben wir, glaube ich, fast unsere komplette Stadt schon mal mit Alleen und Straßen so weit ausgepflastert, dass wir da fast anfangen können. Dann machen wir hier mal blind links rüber, dass wir da tatsächlich anfangen können zu bauen. Und ihr werdet heute mich nicht mehr glücklich machen, so wie es aussieht. Es ist immer eins zu kurz oder zu lang. Ja. Sieht zwar nicht schön aus, erfüllt aber seinen Zweck. Okay, hier auch. Da. Wir haben Eisenbahn. U-Bahn können wir später bauen. Diese einzelnen Dinger bei U-Bahn sind jetzt nicht so wichtig. Hier unten hätte ich aber schon gern noch eine Train Station. Bereits besetzt. Ich hoffe, das zählt. Und hier natürlich noch eine. Und da machen wir wunderbar so eine kleine Road, die sich hier anschließt. Und dann vielleicht hier zum Strand führt oder so. Ja, lass uns da gleich einen Strand bauen. Das ist super genutzter Platz. Dann wissen die Leute auch, ah ja, wenn man eine schöne Zeit haben will, geht man hier runter. Um leider nicht am Strand planschen zu können. Das muss doch, irgendwo muss doch das mit dem Strand funktionieren, sag mal. Hier, oder ist der einfach zu... Oh, hier hätte ich gerne... Oh, hier hätte ich gerne einen Strand. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Junge. Ein bisschen höher. Das ist ja, kostet zwar ein Heidengeld, glaube ich, aber... Das müsste funktionieren. Wiederum Strand. Jetzt, nee. Ah, da ist er. Ja, machen wir doch einfach die Allee hier fertig runter. Das sieht toll aus. Machen wir zu einer Road, die dann... Nee. Ja. Die dann hier so...
Alles mal weg. Ja. Doch keine Allee, sondern... Aber eine Road müsste doch hier... Nee, von hier auch nicht. Aber das kriegen wir... Genau, so... So kriegen wir das hin. Sehr schön. Haha. Und, ja genau, Bushaltestellen machen wir dann auch, sobald das Straßennetz gelegt ist. Das Gröbste haben wir jetzt schon mal. So, was wollen wir haben? Wir wollen hier einen Streifen Wohngebiet. Die können dann alle hier wunderbar in diesen Fabriken arbeiten. Dann würde ich sagen, die zonen wir hier nochmal das Ganze. Industriegebiet, genau. Und machen hier auch diesen Streifen von Wohngebieten. Hier so eine Autobahn lang. Dann hier Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Da nochmal Industrie. Ja, das sieht gut aus. Hier oben weiß noch nicht genau. Das sehen wir dann. So. Der WHI-Index. Der zeigt billiges Wohngebiet. Wenn wir jetzt ein neues Wohngebiet anlegen, dann... Wird das, denke ich mal, anfangs billig sein. Die Leute werden einziehen. Nur wenn sie keine Jobs finden. Weil wir hier nur Hightech haben und oder... Also dafür müssen wir dann nochmal gleich Gewerbegebiet anlegen. Aber das machen wir alles. Das machen wir alles. Das ist gar kein Problem. Das funktioniert. Einwandfrei. Oh, Einbahnstraßen. Ich müsste jetzt nachgucken. Jemand hat nämlich geschrieben, dass es für Einbahnstraßen anscheinend... Nee, für Einbahnstraßen gibt es nicht... Ne, für die U-Bahn gibt es einen Shortcut. Ein Tastaturkürzel. Aber da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Da war ich wieder unaufmerksam. Hier oben müsste doch eigentlich auch möglich sein. Eine lange Einbahnstraße bis zum Country Club durchzuziehen. Und das ist es auch. Das machen wir. Das ist doch... Gar kein Problem. Genauso wie es hier eigentlich möglich sein müsste. Dann probieren wir das aus. Gehen ja weiter, 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 weiter. Ja. Oh, das geht das. Oh, wie weit geht das? Ah, okay. Ich darf die linke Maustaste ja nicht loslassen. Aber er hat schon da oben eingeloggt. Ist die Straße... Nein, die Straße ist doch... Zeigt die da nicht in eine andere Richtung? Die Straße hat gar keine Richtung. Ich mache jetzt einfach mal, auch wenn es weh tut. Ja, ne, hier ist sie nach oben. Ja, und hier auch. Die dürfen es natürlich nicht in dieselbe Richtung zeigen. Er würde die komplett hier übernehmen. Das wäre suboptimal, da die Leute hier dann nur rüberfahren. Aber wäre es denn nicht praktischer, wenn wir runterführen würden... Dann müssten wir hier halt... Müssten wir hier halt irgendwie nochmal einen Ausgleich schaffen, indem wir in der Mitte... War mal 1, 2, 3, 1, 2, 3... Das ging mal hin, aber das machen wir. Führen wir es lieber weiter runter und führen das hier fort. Passt wunderbar. Und... genau, hier oben war es nicht möglich. Das lassen wir erstmal. Okay. Runter, runter. Dann machen wir hier auf jeden Fall hoch. Auffahrt. Nee. Das passt auch. Warum haben wir hier? Dann machen wir noch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier nochmal. Sehr schön. Oh, da können wir eigentlich durchführen. Auch wenn das hier jetzt wieder Arbeitsplätze. Auch wenn das hier jetzt für die Industrie leider heißt, nochmal neu bauen, aber kann ich auf Reservieren. Ja, kommt das. So wichtig ist das auch nicht. 1, 2, 3. Okay, dann 1, 2, 3. Wunderbar. So, das müsste dann passen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier. Ah, sehr schön. Haben wir das hier? Dann haben wir die Streifen hier fertig. Warum das hier so breit ist, ist blöd. Dann machen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stimmt das? 1, 2, 3. Nee, 1, 2, 3, 4. So, jetzt. Naja, aber wenigstens so ein bisschen richtig. Wie gesagt, das hier wird nicht schön aussehen, aber muss so. 1, 2, 3. Da können wir doch auch mal so ein einzelnes dazwischen machen. Um dann hier wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist blöd.
Dann machen wir halt mal eins dazwischen, das nicht so gut aussieht. Okay, und hier dasselbe Spiel. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, ne, muss... Da ist mir das wichtiger, dass das hier genau gleich große Schachbrettmuster sind, als dass hier die Anbindung wunderbar funktionieren würde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, wie ihr ja wisst, oder auch nicht, wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt, wohne ich ja zurzeit in Mainz. Mainz, wie ihr singt und lacht, und momentan ist Fasnacht. Ich als Badener, der am Rhein auch, also in der Nähe, also der Rhein war nicht weit entfernt von meiner, von meinem Heimatdorf, der ist natürlich mit Fasnacht sehr vertraut. Jetzt ist es aber so, dass ich in meiner Jugend schon das ein oder andere Mal gefeiert habe. Heute aber mir die ganze Fasnachtskultur schon ein bisschen zuwider ist, muss ich sagen. Hauptsächlich, weil einfach die Leute dann so... ja, man trifft immer auf Leute, die dann so unglaublich lustig, toll, super gut drauf sind. Was ja nicht das Problem ist. Das Problem ist, dass sie sonst nichts sind. Und dann werden sie so dermaßen unausstehlich, wie ich finde. Ja, weil diese, weil das ist geheucheltes Glücklichsein, fröhlich sein. Das finde ich ganz schlimm. Und das sind auch immer die Leute, die sonst irgendwie unterm Jahr einem... im Amt die Anträge nicht genehmigen oder aber beim Kontrollieren, beim Ticket kontrollieren im Bus nicht Hallo oder Guten Tag sagen und so weiter und so fort. Weißt du, das ist das ganze Jahr über so, nee, alles blöd und blöde Studenten, alle, ich hab's total schlecht, alle anderen haben's gut. Und genau, und dann ist Fasching und auf einmal sind sie alle so, hey, yeah, Halligalli, ich bin der Anton aus Tirol. Ja. Möchte ich das hier so bauen? Nee. Wieso? Ich möchte es so bauen? Warte, ja. Ja, warum eigentlich nicht? Genau, also meine Abneigung ist tatsächlich, es hat nichts mit, oder auch die platten Witze. Ich meine, wer sich schon mal so eine Fasnachtssitzung im Fernsehen angeguckt hat, der muss sich doch fragen. Weißt du, die Leute zum einen echauffieren sie sich erst über Sexismus an, den es in Deutschland gibt, und dann schauen sie sich aber den Bachelor an und irgendwie Fasnachtssitzungen lachen da über die schlechtesten Herrenwitze ever. Ja, aber wir sind ja nicht zum Frag Markus nach gesellschaftlichen Themen, sondern SimCity 4. Und da haben wir die 20-Minuten-Grenze erreicht, schon lange mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.